Und damit willkommen zurück zu Borderlands The Pre-Sequel mit 20% weniger Menü und einigen Punkten extra, nicht wahr, Eike? Wo bist du denn hin? Da bist du. Das Spiel ist scheiße. Ja, das Spiel ist scheiße. Warum ist das Spiel scheiße? Und weswegen haben wir, aus mehreren Gründen, warum das Spiel scheiße ist, warum haben wir unseren Level von 11 auf 22 hochgestellt? Wir haben uns von einem Kumpel ziehen lassen. Und tot. Nein. Echt? Das hätte ich nicht gedacht. Wenn man von einem Buggy in Lava landet, obwohl es ist ja gar keine. Ist es Lava oder ist es nur fest? Ist es Magma? Lava oder Magma? Das ist mal ein Unterschied. Genau. Ist man gleich tot. Es hat aber als auch einen besonderen Vorteil, dass wir jetzt nicht mehr Level 11 sind oder 10, sondern jetzt hier mit 25 Badass. Ganz einfach. Soll ich selber fahren? Nein, ich fahre mit Eike. Das macht mehr viel Spaß. Das ist mehr Action für die Zuschauer und so weiter. Müssen wir uns da nicht mehr mit kleinen Standard 0 auf 15 Psychos oder wie heißen die Standardgegner hier mal? Genau. Vom Borderlands hier rumquälen lassen. Ah, da sieht nach ihrem Wagen aus. Bitte durchsuche ihn ortigst möglich. Suche in den Trümmern und finde mir die Zerlegerkupplung. Da sollte eine sein. Die Teile sind praktisch unkaputtbar. Erklären wir mal kurz, Eike, was wir denn jetzt gerade machen. Wir machen den Wandler heil, mit dem wir uns selber Waffen basteln können. Genau. Sind die eigentlich gut, die Waffen, die dabei rauskommen? Vielleicht. Alles andere hier ist Schrott. Aber keine Sorge, es gibt ja noch den zweiten Wandler. Er ist in einem Banditencamp in einem alten Bahnhof. Dort leben ein paar wilde Skags, die Boosters. Wenn du willst, geh hin und erklär ihnen, dass ich ein paar Ersatzteile brauche. Dann sagen sie sicher, na klar, bedien dich, Kumpel. Ha, ganz bestimmt. Ich aktualisiere dein Echo. Ja, geh genau. Kill diese dreckigen Gauner. Oh, red aus, du blöde Kuh. Ja, die Sätze sind ein bisschen verschachtelt. Es wäre aber auch zu einfach gewesen, wenn man einfach da hingehen könnte und man könnte sich einfach das Teil für die nächste Quest holen. Weil dann wäre der natürlich die Action ein bisschen weniger, nicht wahr? Oh. Ja. Ich glaube, ich muss mir noch ein Odd-Skit noch wieder besorgen. Eigentlich, ich glaube, mein altes ist wieder abhanden gekommen. Ja, ist es. Ja, deswegen kann ich keinen guten Dash machen, wieso ich habe weniger Sauerstoff. Oh, du. Road Roller! Nein, Quatsch. Was war was anderes? Roller! Ja, es bleibt immer noch die Frage, wo hat er die her? Hat er die Weize dabei gehabt oder hat er die von der Baustelle geholt? Er hat sie von der Baustelle geholt. Ja. Ihr wisst ja, in japanischen Animes. Ich hab gehört, dass du Wandlerersatzteile suchst. Tja, such dir deine eigenen. Das hier ist schon vergeben. Genau, in japanischen Animes muss man deine Attacken immer vorher ankündigen, ganz laut. Schild! Bam! Kopfschuss! Nein, oh gut, das reicht. Was hat er da gerade gewirrt? Warst du das? Wer wirrt denn hier? Also nicht, sind wir hier etwa unter Bronies gelandet oder was? Looten und Level. Oh, stimmt der, ja. Klappert, Eike ist Klappert umgekehrt. Gib mir High Five. Gib mir High Five. Yeah! Genau. Eike ist Klappert kann ja die Charaktere aus den Borderlands-Teilen imitieren. Bam! Shotgun ins Gesicht. Hab gehört, dass du hartnäckig bist, sogar wenn du eins auf die Finger kriegst. Nun, ich habe eine besondere Überraschung für dich. Ich hoffe, Leute, ihr seid übrigens nicht so sehr enttäuscht, dass ich nicht die Explosiv-Shotgun mehr dabei habe, mit dem man statt nachladen einfach sie wegwirft und dann als Granate an den Gegner in den Kopf ballern kann. Ja, die habe ich dir schon gegeben, hat das Spiel ausgemacht, bei ihm speichert ja nichts und dann ist sie weg gewesen. Ja, das lag auch daran, dass man was ändern musste. Das ist auch sehr merkwürdig, ne, dieses komische... Musst du uns ziehen lassen. Ja, das ist irgendwie merkwürdig, dieses... Naja... Ganze. Das ist auf deinem Computer, was nicht ordentlich funzt. Ja, nein, dass der Speicherstand nicht abgespeichert wird. Weil wir Level 10 spielen, starten das Spiel neu, noch jetzt zwei Wochen, eine Woche später und dann ist wieder 8. Hab ja so eine Vermutung, dass es vielleicht damit zusammenhängt, dass Windows sagt, nee, ich schreib das nicht. Oder wenn so. Du einmal rumquengelst, dass wir aufhören sollen jetzt und genug aufgenommen ist, dann ist das Projekt abgebrochen. Ich quengel doch noch gar nicht. Es kommt doch noch. Das kommt gar nicht. Separon. Ah ja.
Stimmt, generell Sephiroth von Lost Legion, da war ja auch noch was. Ja, ja, die Leute an der etwas schief aufgenommenen oder zusammengequetscht aufgenommenen Folge wissen ja auch, was da noch kommt in Zukunft. Ihr Auge und so. Ike, hast du irgendwie ein Steckenpferd oder sowas als Waffe oder warum wirst du die ganze Zeit? Das schießt mir doch da auf mich. Was ist eigentlich hier denn? Hops, macht der Diesel. Hops, macht der Diesel. Ich hab's gehört, aber das war doch eigentlich eher ein Zitat aus, Ich hab grad, das war grad mein Skill. Ja. Ich hab grad... Ja, die Musik hat man gehört, ja. Grün. Nee, die Werte sind nicht so gut. Ich find's übrigens sehr, auch sehr, sehr nett. Voll. Dass das auch immer hier so angezeigt wird, die Werte besser sind als das, was man eh schon hat. Muss man nicht extra unnötig ins Menü gehen und gucken, ah, den Werte, nein, das passt nicht. Ich muss erstmal alle 250 Waffen, die ich gefunden habe, durchgucken. Nach dem Motto. Ja, komm, Eike, lass uns eine... Ey, Eike, ich hab eine coole Idee. Hm? Lass uns eine Partei aufmachen. Okay. Genau. Hast schon einen Titel? PC-Partei, Political Correctness. Aber wir sind doch alles, was Political Correct ist, was Political Correct ist, wird hingerichtet. Ah, so ist es also, genau. Es ist die Partei für die scharfen Köpfe. Nein, für schnelle Entscheidung. Direkte Entscheidung, direkte Demokratie. So, erstmal wieder plündern. Wir brauchen noch ein bisschen Munition und vielleicht hier ein paar. Ach stimmt, ich habe noch Granaten, muss ich immer mehr werfen. Wobei, die Granaten sind ja eigentlich eher so ein nettes Beiwerk in dem Spiel. Du hast dir keine Munitionspacks und so geholt bei dem komischen Typen da, oder? Ja. Ja. Bam. So. Genau. Dann, Eike, dann machen wir dann auch. Was? Warum fährst du da hoch? Ist mir dann da? Warte. Schon eigentlich. Ich muss schließlich schon in der Nähe sein. Ich bin ja schließlich die Kamera hier. Genau, und dann machen wir dann auch einen Jugendformat auf YouTube mit 1000 Schnitten und Klischee-Effekten, alle, was man in YouTube-Video halt drin haben muss, nicht wahr? Und einem dicken, aufgequollenen Arschsack namens Rai. Keine Spur von Rooster Booster. Er muss sich aus dem Staub gemacht haben. Hau das Ding in Stücke und bau die Rekombinierungsmatrix aus. Zum Glück bist du ja auch ein Technikfreak. Mist, das ist schwieriger als ich dachte. Warum machst du dich selber immer kleiner als du bist, Eike? Heißt ich Reik? Reik? Ach, der ist ja schon ein bisschen in die Breite gegangen. Obwohl, wir haben ja schon gesagt, SJW tut ihren Körper und ihren Umgebung sehr großen Schaden zu. Nicht wahr? Oder war es Funk? Arbeiten bei Funk. Bleib mal da oben. Ja. Hol den Zünder. Der Zünder ist ganz woanders. Der wird hier zwar angezeigt, aber wo ist er? Ach, da vorne. So, ich hab den Zünder. Bringen wir den Sprengstoff an? Du hast den Sprengstoff, oder? Schön. Geh jetzt auf sichere Distanz. Stell den Zünder ein und dann kann's losgehen. Okay, also mindestens 2 Meter. Oder sagen wir ein bisschen mehr. Das ist vermutlich weit genug. Gut so. Jetzt zünde die Ladungen. Oh, cool. Machen wir hier sogar auf Resistance und sprengen hier ein paar Bahnschienen, nicht wahr? Sehr gut. Komm wieder her, dann können wir mit der Wandlerei loslegen. Ja, lass uns wandeln. Was ist das denn? Mondstein. Oh. Okay. Stimmt, kann man bei den Typen hinter der Tür, der auch bei Borderlands im... wo war's denn? In Sanctuary, genau, auftaucht, genau. Sachen tauschen. Damit wir dann verbessern können, unsere Waffenkapazität, beziehungsweise die Anzahl an Granaten übertragen können. Ja, funktioniert's? Ja! Oh, irgendwas... Ah, das sind die Pilze hier. Ah! Das... Ach, die werden es noch nicht besser. Ja, das Problem ist halt,
Ab bestimmten Level sind die Gegner zwar keine große Herausforderung mehr, aber dafür sind dann auch die natürlich die XP, die dann rausgehen, natürlich dann auch dementsprechend niedrig. Teacher ist Mr. Captain Obvious. Ja, ich weiß. Das wäre wahrscheinlich auch ein bisschen unfair, wenn man mit Level 25 bei irgendwelchen schwachen Gegnern noch irgendwie 300 Erfahrungspunkte kriegen würde. Ist übertrieben gesagt. Ich hab mich verskillt. Ich hab mich hart verskillt. Ich dachte, mit dem hohen Mana-Verbrauch komm ich klar. Aber dann ist es doch passiert. Als ich 3 Level alt war, habe ich nie gedacht, mal Krieger werden zu wollen. Ich habe gedacht, als Magier hat man ein leichtes Leben, mit dem hohen Mana-Bedarf komme ich klar. Da habe ich mich aber geirrt. Jetzt mit Level 20 kann ich kein Krieger mehr werden. Und es fällt schwer, das zuzugeben, aber ich habe mich verskillt. Ich habe eine Selbsthilfegruppe aufgemacht. Genau. Damals, als Game One-Folgen noch 15 Minuten liefen auf MTV war. Mit einer halben Stunde Werbung. Ja. Dejans Mutter, meine Damen und Herren, Dejans Mutter. Wieder. So, da ist wieder was, was der DJ wieder rausschneiden muss. Oder vielleicht habe ich lustige Musik drunter gepackt, Eike. Du weißt, welches. Du weißt doch zum Beispiel, was man da runterpacken könnte, ne? Ja. Ich dachte eigentlich an das andere, du weißt schon. Penis! Das hören wir uns erst in der Bahn. Genau. Ja, was nochmal? Master Jam? Ach ja, stimmt. Ja, stimmt. Erinnert euch noch an Apple War damals, vor langer, langer Jahre. Zeit. Aber gut, was soll man machen, wenn die ganzen Menschen, die das damals gemacht haben, inzwischen irgendwie hier und da wohnen, dies und das arbeiten und auch schon ein bisschen alt sind? Naja, gut, ist jetzt nicht so schlimm. Tuttle ist jetzt Reaction-YouTuber. Ist er das? Livestreamer. Ist er das? So ein Reaction-Untermensch ist das jetzt. Und was mit Schaden? Weißt du, mit der. Weißt du, den eine Banane in die Haare gewichst hat. Das ist nicht der von mir. Noch Videos. Das ist nicht von mir. Das ist aus dem Alpenwurf-Video. Nicht, dass er jetzt denkt, hier, hey, da macht ihn. Was hier fällt kaputt. Du mobst ihn. Nein. Das ist. Das ist. Herr. Herr-Shaming. Genau. Eike. Das ist gemeines, moppendes Hair-Shaming. Ja, und der Rest? Wer bist du? Willst du meinen Rekord brechen, was? Viel Glück. Das war sarkastisch gemeint. Das Wort solltest du mal nachschlagen. Es gibt keinen besseren Pop-Rennfahrer als ein Loot-Stalker. Oder anders ausgedrückt, du bist scheiße und ich bin besser. Ja und? Ich bin der beste Bastard. Besorg dir doch einen Moonbuggy und beweis mir das Gegenteil. Ich glaube, da steckt eine kleine Frau drin. Erstmal looten, bevor wir looten. So. Also müssen wir jetzt ein Rennen abhalten. Ich habe eine Rotznase gefunden. Was? Würde mich freuen, wenn du den Boden mit ihm wischen würdest. Es würde jeden freuen, der ihn kennt. Fahr zur Startlinie und dann zeig, was du kannst. Der Countdown beginnt, sobald du an der Startlinie stehst. Gib Vollgas, wenn die Lichter angehen. Schlage die Rundenzeit des Jungen und lass ihn deinen Staub fressen. Lahm. Du schlägst den Lootstocker nicht. Innerhalb von 1 Minute 30. Wenn du ihn gleich beim ersten Versuch schlägst, hast du noch mehr gut bei mir. Zeig dem süßen Racker, wer der Boss ist. Fährst du Auto? Nein, fährst du nicht. Nee, du bist auch der, der schon das Auto fährt. Zwei Autos wäre, glaube ich, ein bisschen schlecht. Haare wachsen, bis du mal losfährst. Mann, ich höre meine Haare wachsen, bis du mal losfährst. Hä? Countdown wird eingeleitet. Ach so. 5, 4, 3, 2, 2,5, 2, 1/4 und 1 los. Und Start. Am Nürburgring, genau.
Ja, wir würden das Nitro starten. Ich spüre, wie meine irren Skills in meinen Adern pulsieren. Oh nein, was ist, wenn ich so gut bin, dass ich explodiere? Das erinnert mich an Red. Schlecht. Ist er auch so klein? Nein, Eike, du bist doof. Warum fährst du da lang? Ich hab's nicht gesehen. Kann man das denn nicht sehen? Du musst nur noch die leuchtenden Dinger durchfahren. Tja, oh. Erster Versuch verkackt. Ich hab verkackt das immer. Wieso denn? Das ist doch eigentlich schwer. Frack der Dundee. Ja, toll. Jetzt haben wir was Neues entdeckt und kriegen dafür ein paar Erfahrungspünktchen. Toll. Oder gar keine. Vielleicht hat Eike einfach nur so ein Schielauge beim Autofahren. Kann ja sein. Ich weiß ja nicht. Eike braucht ja gar nicht Autofahren, er ist ja schließlich in der Stadt. Springs. Hat dein Fahrer vergessen, welches Pedal er treten muss? Los jetzt! Zeig dem Kleinen, was Sache ist! Nein! Yeah! Dadurch! Jetzt rechts! Nein! Oder nicht? Da war noch gerade was. Verflucht nochmal! Ich kenne Steine, die besser fahren als du! Versuch's nochmal, du Pfeife! Eike? Sie hat dich Pfeife genannt. Ja. Da war doch links der Sphinx. Da bist du Pfeife. Da war doch links die Leuchtedinger. Hast du nicht gesehen? Hm. Ich glaube, ich muss dir sagen, wo wir hingehen müssen. Wieso fühle ich mich radioaktiv? Ja. Das kann passieren hier bei der ganzen Strahlung, ne? Wer bist du? Willst du mal Rekord brechen, was? Ach, man muss ihn nochmal anquatschen? Das war sarkastisch gemeint. Umständlich. Sofort solltest du mal nachschlagen. Es gibt keinen besseren Pop-Rennfahrer als ein Loot-Stalker. Oder anders ausgedrückt. Du bist scheiße und ich bin besser. Na und? Ich bin der beste Buster. Besorg dir doch einen Moonbuggy und beweis mir das Gegenteil. Bam. So. Du jetzt wieder ein- und aussteigen? Sobald du an der Startlinie stehst, gib Vollgas, wenn die Lichter angehen. Schlage die Rundenzeit des Sohn und lass ihn deinen Staub fressen. Lahm. Du schlägst den Lootstocker nicht. Countdown wird eingeleitet. So. 5, 4, 3, 2 und 1, los! Und jetzt Finger kreuzen, Leute. Du gehörst in einem Müllschrott. Wer bist du? Soll ich vielleicht mal fahren? Nein. Ah. Kannst du ja auch fahren. Hast du auch ein Auto? Nimm ja, dir selbst ein Auto. Zählt das denn dann? Vielleicht. Benutzt einfach ein Auto. Okay. Du bist scheiße und ich bin besser. Warum jetzt mein Auto? Die zweite Runde schneiden wir rein. Ja. Nimm Technical Difficulties von den Simpsons. Technical Difficulty? Mit dem betrunkenen Typen. Gib Vollgas, wenn die Lichter angehen. Ich weiß gar nicht, wie das heißt. Und lass ihn dann in Staub fressen. Simpsons Technical Difficulties. Ach, das meinst du. Habe ich eben gerade gegoogelt. Ach, das meinst du. Okay, versuchen wir es jetzt mal. 4, 3, 2 und 1, los. Ich spüre, wie meine irren Skills Map, map, map. Oh nein. Was ist, wenn ich so gut bin, dass ich... Hey, Springs! Hat dein Fahrer vergessen, welches Pedal er treten muss? Los oh, ist die Steuerung scheiße! Kleinen, was Sache ist. Alter, ist die Steuerung scheiße! Toll, Date schon. Jetzt verkacken wir es wegen dir. Jetzt verkacken wir doppelt. Ja, man muss sich erstmal ein bisschen daran gewöhnen, dass man hier mit der Maus muss man in die Richtung schalten und mit den Pfeiltasten die Richtung und die Geschwindigkeit. Ist ein bisschen umständlich. Soll ich mal fahren? Soll ich's doch mal machen? Wo ist denn nochmal die Booster-Taste? Oh, ich hält's kaum noch in meinem Schalensitz. So. Hui! Boing! Oh, shit, jetzt bin ich tot. Ich frag mich, wo das schon ist. Ja, ich bin ein bisschen tot. Du hast geschummelt und mir war nicht gut. Und dann habe ich was
und die Sonne hat ihn geblendet. Hey, Schnäppikins, du wurdest besiegt. Kammerjäger, du kannst dir deine Belohnung von dem süßen Engelchen persönlich abholen. Was kriegt man denn dafür extra, wenn man bei ihr nichts schafft? Nee? Credits. Credits. Also auf, ja, gut. So ein blöder Militär-Claptrap und gerade mit Schubbeln mein Rottenrekord gebrochen. Oh, ist doch nicht schlimm. Hier, du kannst doch immer noch als Jockey arbeiten. Genau. Du kommst ja hin.